Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche mit uns. Und wir haben heute Dienstag, von Dienstag auf Mittwoch die Nacht. Und das bedeutet, das ist eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nina und die Nina ist 26 Jahre alt. Hallo Nina. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ja, weil mir geht es ziemlich schlecht mit meiner Mutter. Wir haben seit längerer Zeit wirkliche Probleme, dadurch, dass sie in den Fängen, ich sag mal, eines Gurus sich befindet. Was ist das für ein Guru? Ja, am besten erzähle ich mal, was er behauptet, alles für Fähigkeiten zu haben, dann wird das ein bisschen deutlicher. Ja. Also erstens sagt er von sich selbst, er könne Auren sehen. Und kann auch in den Auren erkennen, wenn dann jemand lügt. Dann kann er in Träume eindringen und diese auch manipulieren. Er kann in den Körper von Menschen schauen und kann dann sehen, ob irgendwas da nicht in Ordnung ist. Also sozusagen ein Röntgenblick. Ja. Er kann Energie verschicken, er glaubt an Tarot und er kann meditieren, er glaubt an Reinkarnation und hat meine Mutter schon mal zurückgeführt in ihr früheres Leben, in eines ihrer früheren Leben. Ist das ein sogenannter Geistheiler? Ich weiß nicht genau die Bezeichnung, wie er sich nennt. Aber er versucht schon zu heilen, wenn jemand krank ist, oder geht es um eine generelle Beratung? Ja, es ist sowas wie eine Therapie. Ah, ja. Also er nennt sich wohl Therapeut. Wie lange ist deine Mutter bei ihm schon? Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren schon? Ja, es ist schon wirklich eine längere Zeit. Und es wird halt immer schlimmer, von Jahr zu Jahr wird sie immer komischer und seltsamer. Wie oft geht sie dorthin? Es waren erstmal 2-mal die Woche, mittlerweile sind es 3-mal, obwohl das 3. Mal ist dann irgendwie so, da lernt sie dann Ayurveda, weil er auch noch ayurvedische Heilkünste angibt zu können. Ich bin ganz irritiert. Zwitschern da Vögel bei dir im Hintergrund? Ja, oh. Was ist das? Was höre ich da? Also das ist keine geistige akustische Erscheinung. Es sind reale Vögel. 3-mal die Woche, das heißt, das geht ja dann auch wahnsinnig ins Geld, ne? Oder? Ja, also sie zahlt dafür freiwillig. Das wird natürlich, soll ich mal lieber die Vögel irgendwie oder so? Nein, ist doch nett. Wenn ich weiß, was es ist, ist es völlig okay. Okay. Was kostet das pro Sitzung? Sie möchte mit mir darüber überhaupt nicht sprechen. Wenn ich überhaupt mal, ich habe das mal gefragt irgendwann, ob sie dafür zahlt. Ne? Und dann wurde sie stinksauer und sie wird sowieso immer sauer, wenn man das Thema auf den Tisch bringt. Und möchte mir nicht sagen, wie viel sie zahlt. Das geht mich gar nichts an, sagt sie. Und da sie es alles nicht bezahlen kann, das weiß ich, arbeitet sie für ihn. Also sie schmeißt den Haushalt da und macht den Garten und alles. Ach so, seinen Haushalt schmeißt sie? Ja, genau. Deine Mutter lebt alleine folglich? Oder ist sie... Ja, sie lebt mit meiner Schwester, die ist gerade 17 geworden. Ja. Also sie hat keinen Mann mit deinem Vater, lebt sie getrennt von dem Vater? Ja, und auch von dem Vater meiner Schwester lebt sie auch. Also, Also würdest du sagen, wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass sie in einem kompletten Abhängigkeitsverhältnis zu diesem Menschen existiert? Ja, total. Also sie kann keine wichtige Entscheidung ohne ihn treffen. Immer muss sie alles mit ihm besprechen, was in ihrem Leben passiert. Und das, also ich mache mir ganz große Sorgen. Sie hat mich auch damals, als ich Abitur gemacht habe, rausgeschmissen. Aufgrund von Nichtigkeiten, weil ich mein Handtuch habe liegen lassen oder meinen Teller in der Küche habe stehen lassen. Und dann ist sie halt so durchgedreht, weil sie von ihm immer Tipps bekommt, ne, wie sie sich zu verhalten hat in der Kindererziehung. Und dann sagt sie, man muss halt die Kinder irgendwie, ne, loslassen. Das Wort ist immer loslassen. Und dann hat sie mich rausgeschmissen. Ja. Läuft da auch beziehungsmäßig etwas zwischen deiner Mutter und dem? Weißt du das? Nein, angeblich nicht. Er hat eine Ehefrau. Und es ist alles ganz seltsam. Also es wäre dann einfach eine Untertanin von ihm. Ganz genau. So eine Art Jüngerin. Ja, sie nennt sich auch, sie nennt ihn ihren Meister. Ihr Meister. Das finde ich auch schon sehr bedenklich. Also vor 10 Jahren hätte ich ihr das erzählt, dass das mal passiert mit ihr. Hätte sie nie geglaubt. Weißt du was noch Näheres über diesen Mann? Ob der mehrere Leute um sich gruppiert oder ist deine Mutter da ein Einzelfall? Nee, das weiß ich. Also er hat eine richtige Gruppe von Leuten, die da hingehen. Die machen dann freitags immer den Meditationsabend, so nennt sich das. Ja. Da meditieren sie dann ein paar Stunden rum. Und ja.
ich weiß nicht wie viele, ich glaube über 20, es sind nur Frauen, das ist ja auch schon sehr auffällig. Mhm. Die da im Kreis oder was auch immer angehört. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig schwierig, da von außen, auch wenn man ein Kind ist, wenn man Tochter ist, ja, da reinzubrechen. Und du hast es ja schon oftmals versucht und sie, je mehr du es versuchst, desto mehr mauert sie vermutlich, ne? Und macht zu. Oh ja, sie wird richtig sauer. Also sie haben, also mir geht es auch richtig schlecht dabei, weil ich kann überhaupt kein ordentliches Gespräch mehr mit ihr führen. Mhm. Das ist unmöglich. Das heißt, eure Beziehung ist auch deshalb hat sich reduziert. Ja. Um es gelinde auszudrücken. Ja, ganz genau. Mhm. Was sagt deine Schwester dazu? 17 Jahre, da kriegt sie das ja auch schon alles mit. Ja, ja, sie ist Gott sei Dank, weil sie damit eher aufgewachsen ist. Ich bin ja schon seit 6 Jahren nicht mehr zu Hause. Mhm. Ist sie damit aufgewachsen, hat damit gelernt umzugehen und kann sich gut wehren gegen meine Mutter. Mhm. Und sie kann so dieses Durchzugverhalten, dieses in ein Ohr rein, aus dem anderen wieder raus. Das kann sie gut, das kann ich aber irgendwie nicht. Ja. Versucht sie denn, deine Schwester, da auch mit reinzuziehen in diesen Kreis? Oder lässt sie sie in Ruhe? Nee, sie hat damals meine Schwester und mich auch mal zu ihm geschleppt, weil wir dann irgendwelche Probleme haben. Man hat halt auch mal Probleme im Leben, da kann man aber auch selber mit fertig werden. Aber sie glaubt wohl, dass sie das nicht alleine kann und hat uns dann auch mal dahin gebracht. Also ich war irgendwie abgeneigt, weil er mir sehr unsympathisch war, der Mensch. Mhm. Und meine Schwester hat auch gesagt, nee, um Gottes Willen, der ist unheimlich, da möchte sie nicht nochmal hin. Also war von deiner Seite aus gleich der erste Eindruck, dass diese Person dir unsympathisch war? Ja, es ist ein sehr geschickter Mensch, würde ich sagen. Also rhetorisch sehr bewandert und kann Menschen schon manipulieren. Also ich glaube, das kann er sehr gut. Super schwierig, solange man dem nichts Böses oder keine Straftat nachweisen kann. Nee. Oder andere Dinge, die handfest sind, ist das natürlich wahnsinnig schwierig, da irgendetwas zu unternehmen. Ich weiß. Hast du schon mal ein bisschen intensiver recherchiert? Zum Beispiel gibt es ja von den Kirchen in den Bundesländern Sektenbeauftragte. Ich weiß, ich habe in Kiel, ich studiere Medizin und habe dann in der Psychiatrie, weil ich dachte, dass das vielleicht irgendwo auch was Psychiatrisches ist, mal gefragt, ob mir jemand helfen kann oder ob jemand eine Sektennummer, also mir eine Telefonnummer geben kann. Aber da wusste kein Mensch Bescheid. Mhm. Und dann war ich im Haus der Familie und ich glaube, ich habe immer die falschen Anlaufstellen irgendwie gefunden. Okay, dann mache ich mal folgenden Vorschlag. Also da sind wir hier ausgerüstet mit den gesamten Telefonnummern aus der Bundesrepublik, was diese Anlaufstellen für Sektenberatungsstellen anbelangt. Da würde ich jetzt mal Folgendes vorschlagen, du sprichst gleich mit meiner Psychologin, die kann dir diese Nummern aushändigen. Ja. Und dann rufst du da mal an und schilderst da den Leuten den Fall und vielleicht kennen die den auch schon und die sind natürlich viel bewanderter und auch erfahrener, wie man sich da verhalten soll. Ja. Und kriegst da vielleicht sogar ganz konkrete Tipps, was du machen kannst oder was du auch tunlichst unterlassen solltest. Ja, genau. Ne? Das machen wir mal so. Du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an und versorgen dich mit den Telefonnummern der Sekten. Telefone. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Claudia, 38 Jahre alt. Hallo, Claudia. Hallo. Ja, hallo, Claudia. Hallo, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Also, wir haben eine freie Themennacht und zwar mein Thema heißt, ja, Geld. Was heißt dein Thema? Geld. Geld. Geld, Geld, genau, Geld. Ja. Und zwar habe ich jemanden kennengelernt, der Geld hat, der viel Geld hat. Sehr viel Geld hat. Und den ich aber nicht liebe. Wie viel Geld hat denn der Mann? Er hat ein bisschen noch keinen Kontoausdruck gezeigt. Na ja gut, ist es ein sehr reicher Mann? Es ist ein reicher Mann, ja. Ein Millionär? Wie bitte? Ein Millionär? Er arbeitet noch, er möchte noch etwas, er ist selbstständig, er arbeitet, ich kann mir eigentlich nicht so viel sagen, weil ich Angst habe, dass niemand zuhört. Ist klar, was meinst du, wie viele Millionäre arbeiten? Und die arbeiten verdammt hart und viel. Richtig, richtig. Ich habe eben auch gesehen, dass er eine schwarze Karte hat und ich denke, die kriegt auch nicht jeder. Und ich denke, nach ein paar Monaten, nach 2-3 Monaten kennenlernen, bekommt auch nicht jeder ein Auto von über 40.000 Euro geschenkt. Was hat eine schwarze Karte? Was ist das? Goldkarte und nach der Goldkarte gibt es eine schwarze Karte. Achso, das weiß ich nicht. Echt, das ist so, eine Goldkarte kenne ich, aber danach gibt es eine schwarze Karte. Ja, weißt du es nicht? Nein, das weiß ich nicht. Du nicht so, du weißt es doch. Nein, ich habe natürlich auch 5 schwarze Karten in der Tasche. Nein, natürlich nicht, ich weiß, ich wusste es nicht. Nee, der hat nur eine und das reicht auch nicht. Und das sind wirklich die schweinereichen Leute, ne? Richtig. Schwarze Karte. Richtig. Da ist eine Goldkarte gar nichts gegen. Es ist schon okay, Goldkarte, aber eine schwarze Karte ist natürlich besser. Und was für ein Auto? Der hat dir ein Auto von 40.000 Euro geschenkt? Über 40.000 Euro. Einfach mal so, geschenkt. Einfach mal so geschenkt und das nach 2,5 Monaten, obwohl ich nicht mit ihm geschlafen hatte, ja? Ja. Was war denn das für ein Auto, wenn ich fragen darf? Bin ja so ein Auto. Nein, du möchtest es nicht sagen, um mich erkannt zu werden. Okay, verstehe ich. Ja. Okay, genau. Kann ich auch verstehen. Jetzt sag mir, wie lange seid ihr jetzt zusammen? 2,5 Monate, sagst du?
Wir sind knapp ein Jahr zusammen. Ach, ein Jahr schon. Ach, nach 2,5 Monaten hat er das Auto geschenkt. Richtig, richtig. Und ja, ich habe das so forciert. Ich habe immer wenn ich meine Mutter sehe und sehe, wie arm sie gestorben ist, ja. weiß ich, dass ich nicht arm sterben möchte. Ja, du bist, lass mich mal fragen, du bist 38 Jahre alt. Ja. Es gab ja nur auch ein Leben vor diesem reichen Geliebten. Ja, da hatte ich auch einen reichen. Ach so. Hast du da hatte ich auch, da hatte ich auch einen Reichen und den habe ich aber hängen lassen, weil seine Firma kaputt ging. Ich muss dazu sagen, nicht durch mich, ja. Das heißt, du hast er war Bauunternehmer und ja. Dann. Also du hängst dich an die reichen Typen ran und wenn die nicht mehr reich sind, dann werden die abserviert. Es war Zufall. Ich möchte was. Einfach versorgt werden. Ich möchte versorgt werden und ich sehe nicht ein, dass ich jemanden später heirate, beziehungsweise fest zusammen bin, wo ich nicht versorgt bin. So, siehst du alles, mich ein. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Domian, alles, was ich habe, ist mein Gesicht und mein Köpfchen. Das heißt, du siehst gut aus? Sagt man, ja. Sagt man. Hast du nicht eingebildet wie. Hast du was gelernt? Ja. Nämlich? Verkäuferin, da verdient man nicht so viel. Aber abgeschlossene Berufsausbildung? Ja, ja, habe ich, ja. Und hast aber in den letzten Jahren nicht mehr in dem Beruf gearbeitet? Nein, ich brauchte nicht zu arbeiten. Weil du immer reiche Männer hattest. Die letzten paar Jahre brauchte ich überhaupt nicht mehr zu arbeiten. Ja. Jetzt ist es so, dass er mich nächstes Jahr heiraten will. Jetzt ist aber ein Problem da. Lass mich fragen noch. Ja. Wenn man Verkäuferin ist, das ist ein guter und solider Job, da gibt's gar nichts zu reden. Verkehrt man natürlich in der Regel in anderen gesellschaftlichen Kreisen als irgendein Top-Millionär. Hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn in diesen Gesellschaften gelernt, wo eigentlich nur reiche Leute reinkommen. Ich wohne in einem Ort, das möchte ich jetzt auch nicht sagen, da wohnen reiche Menschen in Deutschland. Und da war ich in einem Casino. Mhm. Und dann Casino habe ich kennen. Das habe ich so forciert. Ah, ich verstehe, du hast es schon drauf angelegt und so eingefädelt. Auf jeden Fall. Weiß er, dass du nicht vermögend bist? Er weiß das, Er weiß ja. das und das ist ihm egal. Es ist ihm egal. Ja. Weißt du, Domian, er ist 22 Jahre älter als ich. Mhm. Und diese Männer der Schöpfung, die jetzt etwas älter sind als die Damen der Schöpfung, die wollen einfach nur eine Frau haben zum Vorzeigen. Das ist so, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich verstehe. Und ich vermute stark, dass er auch weiß, dass ich ihn nicht richtig liebe. Ja. Ich habe auch nie zu ihm gesagt, ich liebe dich, dieses Wort. Das habe ich noch nie gesagt. Ich habe gesagt, ich habe dich lieb, ich mag dich. Aber ich habe nie gesagt, aber, ich liebe dich. Verstehe. Aber dennoch, wollt ihr jetzt in absehbarer Zeit heiraten? Er möchte so schnell wie möglich mich heiraten. So, du klingst das aber alles so ganz, ich meine, bei mir streben sich natürlich die Nackenhaare, wenn ich höre das. Ja, ich weiß, du musst grausam über mich denken. Ja. Aber glaub mir, es gibt Damen, die sind so, denen siehst du das nicht an. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Ich sitze nicht hier, um zu sagen, ob jemand ein guter oder schlechter Mensch ist. Mhm. Ich bewerte nur Verhalten. Du weißt doch, Domian. Halt, lass mich aussprechen. Ich bewerte nur Verhalten nach meinem Geschmack, wie ich es sehe. Ich finde dieses Verhalten nicht in Ordnung. Ja, das kann schon sein. Ne? Wenn man letztendlich ich möchte versorgt sein. Ich finde, das soll jeder selbst in die Hand nehmen und sich selbst versorgen. Warum denn? Wieso denn? Ich hab mein Köpfchen, ich hab mein Aussehen. Warum soll ich denn so blöd sein, um zu arbeiten? Was billig ist, was du machst. Billig? Ja, finde ich schon. Du verkaufst dich ja letztendlich. Du bist ja käuflich. Was heißt käuflich? Ich meine, du sitzt da, bist die ganze Nacht vor dem Ding und schuftest dich halb tot und musst ja diese kranke Seele anderer Menschen anhören. Es ist toll, was du machst. Um Gottes Willen, Hut ab, ja? Ja, pass auf. Die gucke ich auch fast jeden Tag. Jetzt erzähl mir, Claudia. Aber ich halt eben mich tun. Jetzt erzähl mir, es hat aber sicher einen Grund, warum du angerufen hast. Ja, es hat einen Grund. Ich habe jemanden, der kein Geld hat. Und den liebe ich über alles. Und jetzt wird's ja kann es schon sein, dass du sagst, es ist schlecht, was ich tue. Jetzt wird's ja ernst. Ich fühle mich ja auch irgendwie schlecht. Also, wir fassen mal zusammen. Du hast einen steinreichen Kerl an deiner Seite. Richtig, der 23 Jahre älter ist. 23 Jahre älter ist, der wirklich so viel Kohle hat, da wärst du für dein Leben versorgt. Ja. Den du aber nicht liebst. Punkt aus. Den ich nicht liebe, nein. Mit dem du aber in die Kiste steigst. Ja. Und es über dich ergehen lässt. So müssen wir es sagen. Ich mag ihn. Magst also es ist kein Mensch, den ich jetzt nicht mag. Ja, aber du bist nicht aber scharf. Ich liebe ihn nicht. Nee, und sexuell bist du auch nicht scharf auf ihn. Ganz ehrlich, nein. Er schon. Er braucht mich gerade mal kurz zu sehen, ob ich jetzt angezogen bin oder nicht angezogen bin. Ist mir klar. Ist schon um ihn geschehen, aber. Ist mir klar. Also ich wollte es nur noch mal festhalten. Ich bin nicht heiß auf ihn. Du bist nicht heiß auf ihn. Aber du hast jetzt einen anderen Mann, den du liebst. Auf den ich heiß bin. Auf den du heiß bist. Über alles liebe. Den muss ich bald verlassen, ja. Der kein Geld hat.
Wer kein Geld hat, der ganz normal. Wie alt ist der? Normal arbeitet. In meinem Alter. Dein Alter. Und dem liebe ich keine Kohle und mit dem bin ich auch seit längerem zusammen. Der weiß von dieser Affäre nichts. Ach, der weiß nichts von deinem reichen Lover und der reiche Lover weiß auch nichts von dem armen Lover. Richtig. Und du hast wirklich jetzt für dich so die Entscheidung gefällt, ich werde den Reichen heiraten, weil ich versorgt sein will und lass den ich liebe fallen. So Gott will, ja. So Gott will, das ist schlimm. Wie bitte? Das ist schlimm, finde ich. Das ist schlimm, ja. Ich harte auch so ein bisschen. Irgendwann wirst du das schwerst bereuen, sage ich dir. Geld hin, Geld her. Domian, ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste immer von klein auf, dass ich das so haben möchte, weil immer nicht meine Mutter anziehe, weiß ich, dass ich nicht so arm sterben werde. Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Ja, du sollst ich ja auch nicht. Kein Pfennig hinterlassen, gar nicht. Ja. Niedrige Rente. Ja, du sollst ja auch nicht bettelarm. Ich habe Angst vor Armut, Domian. Weißt du, ich habe Existenzängste. Ja, okay. Was macht dein Mann, den du liebst, was macht der vom Beruf? Der ist Verkäufer. Aber der hat eine Anstellung. Der hat eine Anstellung, so. Das ist ganz normal. Das heißt, ihr seid keine verarmten, ihr würdet keine verarmten Menschen sein, wenn du auch noch einen Job annimmst? Nein. Also wäre das relativ okay alles? Ja, das so. Ist ganz normales. So. Und dann überlegst du noch? Dann überlegst du noch irgendwas? Da gibt's nichts zu überlegen, Domian. Ich weiß doch, wie es ist. Ich habe doch schon mal vor ungefähr 9 Jahren, habe ich jemanden gehabt, der auch sehr, sehr viel Geld gehabt hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man Geld, viel, viel Geld hat. Und ich weiß, wie es ist, wenn man. Ja, du weißt, wie es ist, viel Geld zu haben und du weißt, was das auch für ein Gefühl ist, sich letztendlich seine Seele verkauft zu haben. Und das hast du. Ja, es ist, ich werde einen hohen Preis. Ja, aber jetzt hast du doch, noch die Chance, die Notbremse zu ziehen. Und du rufst ja auch bei mir an, das sagt mir ja auch, dass du dir der nicht so ganz im Klaren mit dir selbst bist. Es ist mir, doch, ich bin mir schon im Klaren, es ist mir nur ich, aber das war dir doch auch völlig klar, wenn du mir das erzählst, du kennst mich offensichtlich, war dir auch völlig klar, dass ich nicht sage, auch finde ich eine gute Entscheidung, reicht denn, war mir klar, dass du heirate den Reichen, dann bist du gut, kommst du gut raus. Gar, abgesehen von der moralischen Bewertung, dass ich das ganz schlimm finde, das zu machen, legen wir das mal zur Seite, glaube ich auch, dass es für dein Glück schlimm ist, so zu handeln, weil du wirklich glücklich wirst du nicht werden, dein Ferrari vor der Tür. Nein, ich werde einen hohen Preis bezahlen, das ist mir bewusst. Aber warum tust du es denn dann? Weil ich mir dann sage, vielleicht kommt die Liebe später. Zu wem? Zu dem Lover? Zu den Reichen. Ach, ja, Quatsch. Dass er in dem Fall für mich da ist, tut ja alles. Du bist alt genug, du lügst dir da was in die Tasche. Hundertprozentig, wenn unter uns beiden Betschwestern, ganz ehrlich, glaubst du da in der Tiefe deiner Seele nicht dran, dass da nochmal die große Liebe kommt? Nie und nimmer. Das redest du dir jetzt ein, um es dir irgendwie schön zu bauen. Domian, was ist Liebe? Domian, sag mir, was ist das, Liebe? Das kann ich dir sagen. Das, was du für deinen Freund empfindest, der Verkäufer ist, das ist Liebe. Meinst du, er würde mich nehmen, wenn ich arm wäre? Nein, meinst du, wenn dieser Mann, den ich jetzt habe, also den ich liebe, meinst du, er hätte mich damals kennengelernt auf der Straße, wenn ich bettelarm gewesen wäre? Das hoffe ich. Ich war aufgetaget, Domian, ich war aufgetaget. Ja, aber er weiß doch. Ich hatte Markenklamotten an, ja, gut, ich hatte ein tolles, fettes Auto gefahren, also du weißt, wie Menschen sind. Ich brauche dir gar nichts zu erzählen. Aber er weiß doch jetzt, wie lange bist du mit dem zusammen? Über 4 Jahre. Der weiß, also mit dem, der kein Geld hat, meinst du? Ja. Über 4 Jahre. So, und er weiß doch, dass du kein Geld hast. Und er ist 4 Jahre bei dir, offensichtlich. Er weiß auf jeden Fall, er vermutet, dass ich mehr verdiene als er. Ja, aber gut, aber ich denke mal, ich hoffe mal davon auszugehen, dass er nicht genauso tickt wie du und er nur mit dir zusammen sein will, weil er denkt, dass du viel Geld hast. Aber ich weiß, bin mir sicher, dass er nicht mit mir zusammen wäre, wenn ich bettelarm wäre. Dann bist du völlig im falschen Film. So ist die Welt. Die Welt ist so. Nein, die Welt will ich nicht so sehen. Ich kenne genügend Beispiele, wo Menschen wirklich... Ja, du willst die Welt rosarot sehen. Nein! Nein, ich will sie nicht rosarot sehen. Im Gegenteil. Aber ich glaube einfach daran, an ehrliche Beziehungen zwischen Menschen und auch an Liebesbeziehungen, die vielleicht nicht ewig halten, aber für eine Weile schon halten. Aber das, was du da machst, ist Lüge und Murks. Und du schadest deinem Leben. Das finde ich so traurig da. Weißt du, Domian, wenn du irgendwo hingehst, du kannst dir kaufen, was du willst. Und ich stamme aus einer nicht reichen Familie. Im Gegenteil, wir hatten. Claudia, erzähl mir nichts. Wir hatten genug zu essen. Claudia, ich komme auch aus einer ganz armen Familie. Und ich weiß, dass man auch verdammt gut und glücklich leben kann, wenn man nicht die Masse von Geld hat. Dieses ganze Gerede von, ich brauche die tollen Klamotten, ich brauche die schicken Autos und so, alles Unsinn. Man muss ordentlich. Die bin ich gar nicht so scharf drauf, da habe ich schon 5 Schränke voll. Da bin ich gar nicht so scharf. Nein, einfach, dass ich versorgt bin. Ja. Dass ich versorgt bin. Dann geh arbeiten. Wie wir alle arbeiten gehen. Dann geh arbeiten. Ich bin nicht faul, aber ich würde niemals so viel verdienen, was ich jetzt bekomme. Ja, okay, aber so ist es dann halt. Man kann eben nicht alles haben. Du kannst nicht alles auf einmal haben. Ich verdiene wahrscheinlich mehr als du.
Du kannst, ja, du kannst nicht alles haben. Du willst die Liebe haben und das Geld haben. Entscheide dich doch für das, was wo du dir auch in den Spiegel gucken kannst, in die Augen gucken kannst. Ich habe mir immer, meine Mutter hat immer gesagt zu mir, Nadja, nimm dir einen Mann, der dich mehr liebt als du ihn. Ja, finde ich auch. Sagt, Claudia, nimm dir einen Mann, der dich mehr liebt als du ihn. Als ich sie fragte, warum, sagte sie, dann hebt er dich auf Händen. Wenn du einen Mann dir aussuchst, den du mehr liebst als er dich, wird er dich treten. Und es ist so. Ja. Alles, was ich habe, ist wirklich mein Köpfchen und mein Auge. Ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen seltsamer Ratschlag von der Mama. Weil sie einen armen Mann gehabt hat. Ja, aber weil sie weiß, wie es ist. Lass uns mal nicht drauf rum mit der Armut. Also so arm bist du nicht. Ja, aber so arm bist du nicht und so arm wärst du auch nicht, wenn du diese Typen nicht hättest. Also Punkt aus. Das Alleridealste ist ja, wenn man jemanden heiratet, der einen genauso liebt, wie man ihn selbst liebt. So, das ist das Optimalste. Jetzt gucke ich hier auf meine Uhr und wir unterhalten uns schon 13 Minuten. Das ist verdammt lang für diese Sendung. Aber es war sehr interessant, mit dir zu reden. Verdammt lang? Ja, das ist für die Sendung schon sehr viel. Ich glaube, wir würden uns auch jetzt im Kreis drehen. Du weißt meine Meinung. Und du merkst doch, dass meine Meinung sich fest verankert hat. Natürlich. Aber du wolltest ja wahrscheinlich meine Sterben. Ich möchte nicht arm sterben. Ja. Ich möchte es nicht. Ich sterbe lieber arm und glücklich als reich und unglücklich. Was für eine Frage. Dieser ganze materielle Kram, den man so hinterher hechelt, das ist es nicht, was das Herz letztendlich befriedet. Das ist wohl wahr. Du wolltest wahrscheinlich auch nur mal irgendwie eine andere Meinung oder jemanden hören, mit dem du mal drüber reden kannst. Ich wusste, dass du mir ins Gewissen sprichst. Ich kenne dich. Ich sehe dich fast jeden Tag. Und ich wusste, dass du mir eine reinhaust. Es war okay so. Ich komme auch damit klar. Und ich weiß auch, dass sehr viele Zuhörer mir eine reinhauen und sagen, mein Gott, was ist das für eine, ich möchte das kein, dieses ganze. Schick mir mal irgendwann eine Mail, wie es dir weiter ergangen ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Machst du das? Wenn ich nächstes Jahr geheiratet habe. Ja. So, meine Liebe. Jetzt beenden wir das Gespräch. Alles Gute von Herzen. Okay, ciao. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben am Donnerstag ein Thema. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und das Thema heißt, ja, das passt natürlich schon gerade zu dem Gespräch gerade. Diese Tat geschah aus Liebe. Aus Liebe. Wenn ihr irgendetwas Wahnsinniges, vielleicht sogar etwas Kriminelles, Verrücktes, Bizarres, Absurdes getan habt, was ihr aus Liebe getan habt und mir das erzählen wollt, dann seid ihr mein Gesprächspartner nächsten, also jetzt kommenden Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Diese Tat geschah aus Liebe. Wenn ihr euch schon anmelden wollt für die Sendung, dann könnt ihr schon mailen unter domian@wdr.de. Diese Woche Samstag gibt es keinen Promi-Talk bei uns, weil wir eine lange Karnevalsnacht im WDR-Fernsehen haben. Der 11.11. ist ja diese Woche und da geht's hoch her hier in Köln. Also diesen Samstag kein prominenter Besuch, aber nächste Woche Samstag kommt Ralf Morgenstern hier zu mir in die Sendung. Aber das ist ja noch ein bisschen hin und das werde ich euch auch noch dann einige Male erzählen. Paula ist jetzt hier. Paula, 22 Jahre alt. Hallo. Hi. Hi. Jetzt bin ich endlich mal durchgekommen. Ich kann es noch gar nicht hoffen. Jetzt soll man den Moment erstmal genießen. Ja, ich bin so glücklich. Ja, mein Herz pocht. Es geht mir nicht darum. Ich habe immer gedacht, du kannst mir helfen. Ja. Sag mir doch mal kurz, bevor wir jetzt zu dir kommen, deine Meinung zu Claudia. Ich wollte mich darüber äußern, aber ich dachte, vielleicht stehle ich dir noch Zeit damit. Nein, sag mal kurz deine Meinung. Die arme Claudia, ja, sie wird ganz unglücklich sein. Das glaube ich auch. Der Rest ihres Lebens wird, ich bin in einer armen Familie eigentlich, also nicht sehr reich, bin sehr kreativ, deshalb komme ich immer weiter und habe aber drei Freundinnen, die sehr reich sind, meine besten Freundinnen, komischerweise. Mhm. Eine ist schon operiert an den Lippen, am Busen und Tralifali und haben alles. Sind aber alle drei auf der Suche nach irgendwas, was sie nie finden. Ja? Mhm. Und das endet so. Ich kenne da ganz viele. Ja. Ich habe vor kurzem in Sardinien gearbeitet, an einem Ort, wo ganz Reiche sind. Ja. Und da gibt es solche Frauen in Überschuss. Mhm. Ja? Alle unglücklich, ganz schlimm. Bist du Italienerin? Nein, aber du hast so ein bisschen Akzent. Ja, ich bin eigentlich aus Argentinien. Aus Argentinien, wie interessant. Ja. So, ich wollte eigentlich nicht sagen, aber da kennen mich alle Ressourcen. Jetzt aber zu deinem Thema, Paula. Ja, und zwar, es geht um Folgendes. So, ganz komisches Thema. Ich habe da eine
meines Erachtens nach ist es nicht, sondern es ist schon eigentlich fast eine Zwangsneurose, die nach Fachwissen Dermatillomanie heißt. Wie heißt sie? Dermatillomanie. Und was heißt das? So, das ist ein ganz neurotisches Pickeldrücken, ja? Ach. Und das. Und das ist eine Krankheit? Also es gibt sogar einen Begriff dafür. Als Rauchen oder Fingernägel kauen mittlerweile. Du drückst alle, du bist ganz verrückt darauf, Pickel auszudrücken. Ganz schlimm aber. Hast du denn überall. Hast du denn Pickel? Nein. Wo drückst du denn dann? Also, sobald, es gibt ja bei jeder Haut mal eine kleine Unreinheit. Ja. Einen kleinen Mitesser oder so. Und dann bist du im Fummeln. Ja. Auch bei anderen Leuten? Mittlerweile auch, ja. Nur ich streite halt mit vielen darüber, ja. Ich bespringe sie teilweise. Das heißt, ich sehe dich schon vor einem Vergrößerungsspiegel sitzen und ständig so puseln und drücken. Und genau, also das Schlimme ist teilweise, man sitzt, ich lese oder ich lerne, mittlerweile nicht mehr, ich bin Vater in der Schule, aber ich lernte und da war der Spiegel. Und dann sage ich, nein, Krimina, nein, nein. Und dann fange ich an. Ja. Und dann ist es, als ob ich nach 3 Stunden wieder erwache und ich aussehe wie ein Streuselkuchen. Ach, das ist wie in Trance passiert das. Ganz und so richtig Trance, ja. Ich weiß, dass wenn man so Pickel ausdrückt, wird man ganz rot und pustelig danach. Und so, das Schlimme ist, man wird professionell, ja. Ja. Also man kann wirklich sehr gut drücken. Ja, es gibt Leute, die verletzen sich. Aber du verletzt dich, du drückst doch. Also auch zum Beispiel am Rücken sehe ich ja nicht, was ich tue. Also kratze ich an mir rum, ach so. Bin irre, ja. Das heißt, du drückst nicht nur im Gesicht, sondern auch überall am Körper, wo du irgendwas entdeckst. Genau. Und die Schmerzempfindlichkeit ist gar nicht mehr da. Es tut auch gar nicht mehr weh. Nein, also du kannst, vielleicht würde ich mich erschrecken, aber du könntest mir eine Nadel ins Gesicht stecken. Ich würde das gar nicht schlimm finden. Wenn ich dich jetzt gerade sehen könnte, ne? Was, ja. Was ich gerne täte. Aber geht ja nicht. Siehst du verdrückt und verrückt? Genau, und darum geht es folgendes. Manchmal, wenn ich um Hilfe schreie fast, ja, ist es so eine Sache, ich sehe eigentlich wirklich gut aus, ja. Also jetzt nicht um eingebildet zu klingen, sondern mein Aussehen hat mir oft weitergeholfen. Ja. Und ich habe ganz süße Sommersprossen, die das irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber alles kaschieren, ja. Man könnte gar nicht meinen, dass ich manchmal 4 Stunden vor meinem Gesicht verbringe. Wie alt bist du? 22? Richtig. Wie viele Jahre hast du diese Zwangsneurose schon? Also eigentlich, seitdem ich klein bin, aber richtig extrem ist schon 5 Jahre. Jahre. Und du hast dich damit ja offensichtlich professionell auch beschäftigt, da du sogar diesen Fachbegriff kennst. Richtig. Das also heißt, du warst. Viel. Ich kenne alle Seiten und Bücher darüber. Folglich gibt es mehrere Menschen, die sowas haben? Oh ja, ein ganzer Haufen. Nur das Schlimme ist, es steht im Internet extra, man soll nicht glauben, dass es eine dumme Angewohnheit ist. Mhm. Weil es gibt ja Leute, die sich im Pickel und Rücken denken, gell? Aber es gibt, also ich könnte ausrasten, ja. Ich muss dir ehrlich gestehen, dass ich das als Krankheit auch nicht kannte. Dass man das wundert mich aber auch so. Habe ich noch nie gehört hier in meiner Sendung. Es gibt so viele Frauen, die also wirklich penetrant sind, aber es gibt auch sehr viele, die nehme ich jetzt an, schwer krank. In der ja, das Problem ist natürlich immer, wann wird eine Manie, eine Angewohnheit zur Neurose und auch zur Krankheit. Ne? Natürlich gibt es 1000 Leute, die am Pickeln rumfummeln. Und genau, aber der Unterschied steht darin, dass man sich nicht zusammenreißen kann und dass man es nicht lassen kann. Also Das heißt, im Prinzip bist du jeden Tag am Fummeln an dir rum. Ja, und wenn ich depressive Phasen habe und ich bin sehr emotional und ich tue sehr viel, ja, ich habe sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben. Ich bin sehr bekannter, aktiver, kreativer Mensch, aber ich habe sehr viele Downs. Diese Downs, wenn sie schlimmer werden, dann wird das Pickel-Ausdrücken auch intensiver. Manchmal 3-mal am Tag. Und das Schlimme ist, ich lasse keine Körperstelle auf. Keine einzige. Mhm. Aber so, es gibt ja nur auch, ich sag mal, bei einem relativ normalen Körper auch weite Flächen, wo nur wirklich nichts zu drücken ist. Aber du findest immer was. Bohren, Härchen, was kommt. Ach so, ja, ja. So, was machen wir denn jetzt? Ja, eigentlich hab ich echt. Dieser Anruf ist erstmal für mich, aber für so viele Leute da draußen, die sich jeden Tag fragen, wieso tue ich das? Ja. Und
gar nicht wissen, wie, also ich leide manchmal echt stark darunter. Du warst wegen dieser Sache noch nicht bei einem Psychologen? Doch. Doch. Also es geht so, ich war mit 14, habe ich damit angefangen, wirklich Hilfe aufzusuchen, ja. Aber ich bin halt dieser typische Fall, diese sich am Schluss umbringende Leute, also jetzt mal nicht so extrem, sondern es gibt Fälle, die schreien nach Hilfe, aber diese ganzen Psychologen, die machen nichts. Und ich bin zu zig Hautärzten, die mich dann verschrieben haben. Ja, die Hautärzte sind aber nicht hier richtig Ansprechpartner. Wenn, dann müsste es ein Psychiater sein, richtig, oder ein Psychologe. Genau. Dann habe ich mir jetzt, vor kurzem habe ich gesagt, jetzt muss Schluss sein, weil ich echt manchmal Tage, das ist wie eine Diät, ja, ich sag, ja. Und das mit den Diäten ist bei mir genauso schlimm. Und dann sage ich, okay, jetzt, heute mache ich nichts, ja. So. Und ich sehe einen kleinen Punkt in meinem Gesicht und ich könnte ausrasten, ja, ich kann nicht denken. So, jetzt finde ich, dass wir dich beraten sollten, was du an professioneller Hilfe suchen solltest. Wir haben keine Termine frei, so war das. Ja, aber ich weiß, es gibt da schon Möglichkeiten. Da wirst du jetzt gleich mal mit meiner Psychologin sprechen. Darüber hinaus finde ich ganz interessant für dich, da werden wir dir auch mal versuchen zu helfen, wenn es doch so viele Leute gibt, die davon betroffen sind, als Krankheit, ob wir nicht irgendwie in deiner Nähe eine Selbsthilfegruppe finden. Ja, da gibt es ein Forum, da soll man sonntags um 9 bereit sein, ja. Und ich bin halt jeden Sonntag wie so ein Depp ganz allein im Tab. Sonntags um 9 ist ja wohl ein Hammer. Sonntags um 9 schläft man noch. Da geht man nicht in irgendeinem... Nein, am Abend. Ach, am Abend, ach so. Ja. Ach so. Ich denke, was machen die dann? Also das ist ganz schlimm, ich verstehe das gar nicht. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen dir zu helfen, wenn es geht. Das wäre toll. Das wäre schon schön. Vielleicht können wir dir ein bisschen unter die Arme greifen. Und wenn jemand vielleicht auch in ähnlicher Weise betroffen ist, ja, der möge uns mailen. Aber es ist ganz wichtig, dass alle Leute, die das haben, wissen, das ist keine dumme Angewohnheit. Nee, das ist klar. Also die sich jetzt angesprochen fühlen, die werden schon merken, dass sie auch richtig drunter leiden. Dann bitte mail an domian@wdr.de. Ja. Und wir reichen das dann an dich weiter. Kannst du vielleicht auch noch was mit anfangen? Also soll ich mich da so dass sich Leute bei mir melden, meinst du? Nee, die melden sich erstmal bei uns und dann reichen wir es an dich weiter. Ja, das dann, kann, toll. Dann kannst du entscheiden, mit wem du Kontakt aufnehmen willst. Und du unterhältst dich jetzt mit meiner Heide, wollte ich jetzt gerade sagen, mit meiner Psychologin, der Heide. Super. Und da gucken wir auch mal, was wir für dich machen können. Okay, vielen Dank. Liebe Paula, alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Die Argentinierin Paula war das. Da hörte man schon das Südamerikanische in der Stimme. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Und unser Thema am Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt: Diese Tat geschah aus Liebe. Yvonne ist 24 und jetzt bei mir. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Ich bin ja auch ganz nervös, weil ich jetzt durchgekommen bin. Man ist, glaube ich, auch immer nervös, wenn man da in dieser Warteschleife ja, wartet. Ne? Furchtbar. Ja, furchtbar. Dann hört man die ganzen anderen, ja, man möchte sich konzentrieren, kann es irgendwie nicht so wirklich. Ja. Und dann ist man selber plötzlich dran. Oh je. Das erinnert mich, ich habe vor einer Weile ein Telefoninterview bei einem anderen Radiosender gegeben. Ja. Und da hing ich genauso wie ihr auch in der Warteschleife und die Musik lief. Und dann gab es noch die Verkehrsinweise und so etwas. Da war ich auch richtig aufgeregt. Ich fand das richtig, ja, mein Herz schlug richtig schnell. Ja, das ist richtig schlimm, ne? Ja. Deswegen kann ich das gut verstehen, wenn ihr auch aufgeregt seid. Ja, aber okay, das ist in dem Moment ja weg, wenn man anfängt zu reden. Genau, ja, naja, bei manchen ist es so, bei manchen nicht. Bei mir geht es dann immer meistens noch ein bisschen weiter, aber ja, es wird schon besser. Na siehst du. Was ist denn dein Thema? Also, ich habe heute mit meiner Freundin der Lupi, also eigentlich heißt sie Jessica, die neue Sendung The Swan geguckt auf ProSieben. Und es passt auch gut zu dem vorherigen Thema noch, ja, mit dem Mädel, das so gerne reich sein möchte und ja, der Aussehen wichtiger ist als die inneren Werte und so weiter. Ja, wobei die sah ja ganz gut aus, sagte sie. Aber egal, ich weiß, wie du es meinst. Ja, natürlich. Aber die Menschen, die sich operieren lassen, die möchten ja auch irgendwo ja so gut ausschauen. Vor allen Dingen in dieser Sendung, da geht es ja nicht darum, ja okay, ich möchte jetzt eine Brustvergrößerung. Denen geht es ja darum, komplett sich neu zu gestalten und am besten wie eine Barbiepuppe auszusehen. Also es ist eine Sendung, neue Sendung auf ProSieben. Moderiert wird es von Verona. Verona Pot, ehemals Feldbusch. Ja. Und da sind Frauen, die sich halt richtig rundum neu renovieren lassen wollen. Und die sind auch in so einem Camp, quasi wie bei Big Brother. Mhm. Ja, so ist es. Ne? Ich habe heute auch ein bisschen reingeguckt und habe einiges drüber gelesen. Ja, also ich hatte davor auch schon davon gehört und wollte es eigentlich gleich boykottieren und dachte mir aber, nein, man muss den Feind kennen. Ja. Ich guck mir das jetzt mal an. Ja, ja. Und ich wusste wirklich nicht, soll ich lachen, soll ich weinen oder soll ich in die Luft gehen? Und ich wollte immer schon mal ein Thema finden, weshalb ich bei dir anrufen kann und dann dachte ich mir, das ist das Beste, das muss ich jetzt einfach ausnutzen. Ich rufe jetzt bei Domian an. Da wusstest du nicht, ob du in die Luft gehen sollst, weinen sollst, lachen sollst. Jetzt nach ein paar Stunden, wie ist deine Meinung zu dieser Sache?
Also definitiv negativ. Mhm. Also ich bin absolut gegen diese Sendung, aber es ist trotzdem zwiegespalten, was die ganzen Persönlichkeiten, die da mitwirken, betrifft. Einmal Verona Feldbusch, gut, ich war nie ein wirklicher Fan von ihr. Ich denke, sie vermarktet sich gut, sie macht das Beste aus dem, was sie hat, kann meinetwegen. Allerdings finde ich, dass jetzt ist es doch ein bisschen heftig, dass sie so eine Sendung moderiert und sie stellt sich ja oft in den Vordergrund auch mit ihren Hilfsprojekten auf der Welt und sie hat, glaube ich, auch in Afrika Kinder, die sie irgendwie unterstützt. Das ist ja auch schon ganz toll, da steht es so dermaßen in dem Widerspruch zu dem, was sie jetzt dort macht, finde ich einerseits. Was findest du denn konkret schlecht an dieser Sendung? Man könnte ja sagen, okay, das sind Frauen, die haben eben nicht so viel Kohle, die wollen sich schon das operieren lassen, was andere machen, die viel Kohle haben und die gehen einfach in so eine Sendung und lassen es da machen, könnte man ja sagen. Ja, also ich finde reiche Leute, die das so machen, auch nicht besonders toll. Ich finde es generell schlecht, erstens mal von diesen Menschen, die diese Sendung machen, weil ich denke, die machen das aus irgendeiner Profitgier heraus. Die wollen Kohle machen. Ja, natürlich. Weswegen sonst? Aber das ist so unter diesem Motto, wir möchten gerne den Leuten helfen, ihre Träume zu erfüllen. Also ja, das ist natürlich Quatsch. Das ist völlig anders dargestellt, als es ist. Und die Menschen, die dort mitwirken, da ist ja auch eine Psychologin dabei. Und ich denke mir, eine Psychologin hat eine andere Aufgabe, oder ich, also wenn ich Psychologie studieren würde, hätte ich wirklich Lust, den Menschen zu helfen, innerlich glücklich zu werden und gerade dagegen zu wirken. Wobei, heißt das, dass du generell gegen Schönheitsoperationen bist? Ja, nein, nicht wirklich, nicht total hundertprozentig. Ich sage zum Beispiel, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn eine Frau eine so große Brust hat, dass sie wirklich Rückenbeschwerden bekommt. Oder wenn, bei der einen Frau heute war das auch so, sie hat zwei Schwangerschaften und es war eine sehr schmale Frau. Ja. Und sie hat, man hat auch gesehen, sie hat was getan, aber der Bauch, der war wirklich ganz, ganz wabbelig gewesen. Es war ganz schlimm. Und da kann ich es irgendwo auch verstehen, dass sie so unglücklich ist und dann nicht drüber wegkommt und wenn sie es dann korrigieren lassen würde. Also ich finde ja auch, dass es durchaus Fälle gibt, wo man sagt, okay, das sollte man machen lassen und da soll man sich nicht zum Psychologen begeben, nach dem Motto, ich bin hässlich, aber ich nehme mich doch so an, wenn man es leicht beheben könnte. Ja. Aber was ist schon leicht? Ja, was ist leicht? Ist es leicht, mich einer Vollnarkose zu unterziehen und mir die Nase brechen zu lassen? Ja. Oder ist es nicht erstmal so, dass ich erstmal probiere zu gucken, warum reduziere ich mich mein ganzes Leben überhaupt auf meine Nase? Warum ist meine Nase der Mittelpunkt meines Lebens? Ist natürlich schwer zu beurteilen. Wenn man eine schöne Nase hat, ne, kann man leicht reden. Wenn man aber wirklich vielleicht sein Leben lang darunter gelitten hat, dass man eine krumme oder viel zu lange Nase hat, kann ich das schon nachvollziehen, dass das Leute machen. Aber ich will jetzt ganz gar nicht über das Einzelne sprechen, sondern nicht, dass ich das jetzt so anhöre, dass ich das für diese Serie spreche. Ja. Was ich schlimm finde, ich bin nicht gegen Schönheitsoperationen, wirklich nicht. Aber was ich schlimm an dieser Serie finde, ist, dass es so ein Schönheitskult hochhebt. Und das finde ich ganz schlimm. Dass wir alle gar nicht mehr markant sein dürfen, sondern wir müssen alle glatt gebügelt sein. Wir müssen alle gleich aussehen, das ist alles nach Barbie. Ja. Wir müssen alle Barbie und Ken darstellen. Ja. Und ich finde gerade das Interessante an den Menschen, dass wir vielfältig sind. Ja. Dieses Markante, was du auch eben sagst, das finde ich auch an den Menschen interessant. Ich schaue mir sogar eher auf der Straße Menschen an, die irgendwas Besonderes im Gesicht haben. Und wenn es ein Muttermal ist, ich finde es manchmal richtig attraktiv. Und da muss man natürlich auf der anderen Seite auch immer sehen, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich sag mal, man versucht ja auch das Schicksal. Es sind ja nun Operationen, die auch nicht leicht sind, die mit hohem Risiko verbunden sind. Ja. Und man weiß, dass es parallel dazu Tausende, Hunderttausende von Menschen schwer Kranke gibt in Krankenhäusern, die wirklich operiert werden müssen. Und da dachte ich heute, als ich das im Fernsehen sah, was mögen wohl Menschen denken, die in Krankenhäusern liegen mit wirklich schweren Erkrankungen und die sehen da, dass Leute so etwas über sich ergehen lassen, nur der Eitelkeit wegen. Schrecklich. Ja, das ist wirklich. Also auf jeden Fall, so, dieses im Fernsehen so zu vermarkten, finde ich auch unmoralisch. Ja, vor allem kommen wir vor wie so ein Marionettentheater. Ja. Ich weiß nicht, mir tun diese Menschen einfach furchtbar leid, die dort hingehen, weil die sind so unglücklich, dass sie denken, sie erhalten dort irgendeine wirkliche Hilfe, aber es ist doch keine Hilfe auf die Dauer. Ja, schlimm ist ja auch, auf MTV gibt es ja auch so eine Sendung, dass auch bei jungen Leuten, dass die Jugendlichen schon so dahin gezüchtet werden. Ja. Wir müssen perfekt aussehen. Ich will genauso aussehen wie mein Star, mein Idol. Ja, das hab ich auch gesehen. Das ist ja unglaublich, ne? Und ich sehe dahinter genauso aus wie die und habe das Interessante ist ja, dass es wird ein Bild gemacht nach der Operation und da sagen alle, wow, sieht ja toll aus. Aber man
dann verfolgt diese Leute nicht noch ein paar Monate oder Jahre danach weiter. Genau. Welche das Leben wirklich verändert, ja, oder sind die psychischen Probleme weiterhin geblieben? So, das psychische. Woher kommt die Unzufriedenheit überhaupt? Ja, nein, vielleicht auch das Körperliche. Es kann ja auch sein, dass, und das wird ja, ist ja oftmals der Fall, dass es Narbenschmerzen gibt, dass wieder Entzündungen entstehen, genau, dass ein Nerv irgendwie dann doch nicht richtig funktioniert. Und die Implantate müssen ja auch irgendwann mal wieder ausgewechselt werden. So, oder werden, ein Implantat verrutscht oder irgend sowas, ne? Ja. Es ist ja nicht damit getan, dass man einem unter das Messer geht und dann perfekt aussieht für immer. Nein. Man weiß es ja bei einer kleinen Leistenbruch- oder Blinddarmoperation, wie lange es manchmal dauert, ehe diese Narben verheilt sind. Oder dann hat man hinterher noch Narbenschmerzen oder weiß ich, welche Komplikationen entstehen. Ja, also ich hoffe, dass dieser Trend im Fernsehen den Bach runtergeht. Ja, ich hoffe auch es wirklich. So ein bisschen so diesen Appell irgendwie, vielleicht, ich meine, dieser Aufruf ist natürlich lächerlich, aber ich hoffe schon, dass vielleicht einigen Hörern auch so geht oder jetzt Zuschauern und dass man einfach diese Sendung boykottiert, weil jeder gibt seine Quote irgendwo dazu. Also das heißt, wir haben jetzt für uns beschlossen, wir möchten das zwar weiterverfolgen, wir machen das aber nicht, weil es kommt darauf an, je mehr Menschen diese Sendung gucken, desto eher kommt eine Folgesendung. Natürlich, ne? Aber das ist mit dem Boykottieren immer so, was gibt es für wahnsinnig erfolgreiche Sendungen, die alle schrecklich finden und es gucken dann doch wieder alle, ne? Ja, weil irgendwie, das ist aber so typisch, ist dieses Faszinierende. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich fand das auch langweilig heute. Ich habe da gar nicht lange geguckt. Ne? Das hat man 100.000 Mal gesehen, schon mal, wie jemand operiert ist, ja, und mit einem Verband dann da im Bett sitzt und stöhnt. Und also mich hat das nicht so angetörnt. Ja, aber die Menschen sind trotzdem interessiert daran, wie sehen die Menschen vorher aus, ja, ja, und ist dann wirklich diese Veränderung so vollzogen. Aber wir haben beide festgestellt, man hätte das auch mit Schminke locker machen können, mhm, weil vorher stehen sie da mit hängenden Schultern, mhm, und total blass. Und nachher liegt mit Theaterschminke geschminkt und tolle Abendkleider an. Das sieht man nicht wirklich, was da die Operation daran, ja, macht. Ja, da hast du wirklich völlig recht. Also völlig, haben uns auch ein bisschen kaputt gelacht. Ne? Also wir beide sind uns einig, dass wir sagen würden, in dieser doch sehr künstlichen Welt, in der wir mittlerweile leben, ein bisschen weniger Eitelkeit täte uns allen gut. Ne? Ja, natürlich auch mal wirklich vergleichen, was ist denn in anderen Ländern, was ist denn in, ja, Afrika, wo was weiß ich, wie viel Prozent der Bevölkerung an AIDS sterben. Die haben ganz andere, ja, Probleme, und wir, ja, müssen uns mit solchen Problemen, ja, herumschlagen. Ja, ja, wir leben doch in einer Wattebauschwelt. Ja, es ist schon neurotisch und pervers. Das ist auch, wenn man, ich meine, wenn man sich den ganzen Tag darüber Gedanken machen würde, wird man nur aufs Heulen kriegen. Man soll schon die schönen Dinge des Lebens auch sehen. Aber, also, das war mir echt zu viel heute, ja. Also, eine engagierte Zuschauerin und Zuhörerin, Yvonne, ne? Ja, und kriege ich ein Autogramm von ihr? Ja klar, du legst auf und wir rufen dich nochmal an, wenn, ja, ihr anschreibt. Okay, danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Tanja, 32. Hallo, Tanja. Ja, hallo, Domian. Ja, guten Tag, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich habe mich in einen Mann verliebt, der verheiratet ist, wo ich aber ein Jahr lang nichts von wusste. Also du bist, wie lange ist mit dem zusammen? 1,5 Jahre. Und ein Jahr wusstest du nicht, dass er verheiratet ist? Mhm. Er hat dir erzählt, dass er solo ist? Ja, ich habe ihn übers Internet kennengelernt, ja, habe einfach nur normal mit ihm über Tastatur unterhalten, im Profil stand ledig und er wohnt auch nicht weit von mir, so circa 30 Kilometer nur. Mhm. Und ich habe mich ein paar Monate vorher von meinem Mann getrennt. Mhm. Bin dann, nachdem ich mit ihm 1,5 Monate zusammen war, in den Osten gezogen. Also, nachdem du mit diesem neuen verheirateten Mann zusammen warst? Ja. Bist du in den Osten gezogen, extra für ihn? Nein, ich bin da hingezogen, um Ruhe von meinem Mann zu kriegen. Ach so. Aber damit, hast du auch Abstand geografisch gewonnen von deinem neuen Geliebten? Nee. Weil der doch... Hast du nicht gerade gesagt, dass der bei dir um die Ecke wohnt? Ja, hier im Sauerland. Ich komme aus dem Sauerland. Ja, aber du bist doch dann in den Osten gezogen. Ja, und er ist Fernfahrer vom Beruf und er kam so gut wie jedes Wochenende. Ach so, verstehe. So, und ich hatte oft eine Befürchtung, dass da was anderes ist neben mir und habe ihn auch oft drauf angesprochen und er meinte immer nein. Also eine Witterung hattest du schon? Ja. Ja. Aber er hat immer wieder dementiert. Mhm. Wie ist es dann rausgekommen, dass er verheiratet ist? Sein bester Freund mit Ehefrau war bei mir. Mhm. Und also nicht mit seiner Frau, sondern die Frau von seinem besten Freund. Ja. Und das war kurz vor dem Einjährigen und da hieß es, er fährt mehrgleisig. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht wollen sie uns auch nur irgendwas. Und ach so, die haben das zu dir gesagt, der beste Freund, ja, und die haben zu dir gesagt, hier, er fährt mehrgleisig. Genau. Während er nicht dabei war. Genau. Da fielst du doch aus allen Wolken, oder? Ja, natürlich. Ich habe erstmal mit Tränen gekämpft, und weil das ist die erste große Liebe. Was heißt denn mehrgleisig? Haben die gleich gesagt, der hat eine Frau? Oder hast du denn nachgefragt, was heißt mehrgleisig? Nee, habe ich nicht. Und wann kam das denn endgültig raus, dass er eine Frau hat? Das kam 3 Tage nach dem Einjährigen. Mhm. Da hatte sein bester Freund mich angerufen und
seine Frau hatte dann halt im Hintergrund immer gesagt, nun sag es ihr, ja, und dann hat sie es mir halt gesagt, dass er verheiratet ist. Da bin ich dann auch mehr oder weniger zusammengeklappt, weil irgendwo war es dann ein bisschen schlimm. So, und wir haben dann auf meinem Geburtstag eine Aussprache gehabt, weil ich gesagt habe, er soll es mir wenigstens erklären, warum, wieso, weshalb, und wir kommen nicht voneinander los. Dann habe ich ihn gefragt, wie er sich das so vorstellt, und er sagt, ob ich nicht verstehen könnte, dass er zwei Frauen liebt. Ja, wenn er bei beiden Frauen Klartext spricht, aber seine Frau weiß ja nicht Bescheid. Nee. Die, und ich weiß es auch nur halt durch diesen dummen Zufall. Mhm. Und das geht jetzt, also das Wissen, du weißt es jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, seit einem halben Jahr weiß ich es. Und du wohnst immer noch, oder bist du wieder zurückgezogen? Ich bin wieder zurückgezogen nach einem halben Jahr. Also er hat mich zurückgeholt, sagen wir es so. Ja. Weil er halt gemerkt hat, ich habe drei Kinder, zwei davon leben bei mir, eins bei meinem Mann. Und dass ich halt dieses Kind ziemlich vermisst habe, weil 700 Kilometer dazwischen. Also er hat eine Frau, die er aber auch noch liebt. Also die Beziehung, die Ehe ist nicht kaputt. Genau. Das macht das Ganze natürlich noch viel schwieriger. Wenn jetzt, die Ehe kaputt wäre, könnte man ja klar sagen, komm, jetzt dräng den dahin, dass der Schluss macht und basta. Genau. Er sagt aber auch, dass er dich auch liebt. Ja. Und er kann sich nicht entscheiden. Warum sagt er es seiner Frau nicht? Die haben jetzt erst gebaut und da sind dann auch finanzielle Sachen. Was ich halt an der ganzen Sache nicht verstehe, er hat eine Frau, die wirklich total hübsch ist. Sie ist auch noch 5 Jahre jünger als ich. Du kennst also die Frau? Nein, vom Foto her. Vom Foto, achso. Und von der Stimme her ansonsten. Wieso von der Stimme? Ja, er hat des Öfteren telefoniert, wenn ich dabei war. Und es tat auch immer ziemlich weh. Ich versuche immer zu verdrängen. Aber dann hörst du doch nicht ihre Stimme, wenn er mit ihr telefoniert in deiner Anlage? Doch, über Freisprecheinrichtung hört man. Ach so, und wieso hat er die Freisprecheinrichtung eingeschaltet, wenn er mit seiner Frau telefoniert, wenn du da bist? Warum? Wahrscheinlich, um mir zu zeigen, dass er von mir kein Geheimnis hat oder so. Boah, ist das wie schlimm für die Frau. Wie schlimm für die Frau. Was für ein Betrug. Ja, wenn die das irgendwann erfährt, wie schlimm ist das? Wie schlimm, wie schlimm. Ja, ich habe auch, als ich mich von meinem Mann getrennt habe, erfahren, dass ich 5 Jahre lang betrogen wurde. Weißt du, was der jetzt mit seiner Frau macht, ne? Das sage ich dir jetzt mal so. Das würde der mit dir auch machen, irgendwann. Ich glaube, wenn einmal jemand so gepolt ist, dann macht er das immer wieder. Es sei denn, er reißt sich so wahnsinnig am Riemen und verändert sich. Ich kann dieses ganze Gerede auch nicht mehr hören. Ich liebe zwei Personen gleichzeitig. Wenn, mag ja sein, dann aber auch alles auf den Tisch, damit auch alle Personen Bescheid wissen. Aber er ist ja feige, er sagt es ja seiner Frau nicht. Er taktiert ja rum, er laviert ja rum. Genau, ich habe ihn auch schon gefragt, was passieren würde, wenn ich ihn jetzt vor die Wahl stelle. Ja. Er sagte dann, ich würde wahrscheinlich noch den Kürzeren ziehen. Obwohl er mich halt sehr liebt. Dass er mich liebt, weiß ich. Das sagt er natürlich, um dich auch einzuschüchtern. Das ist ja völlig klar. Interessant wäre die Frage, was passieren würde, wenn er es seiner Frau sagen würde. Wie würde die reagieren? Das wäre interessant zu erfahren. Die würde ihm die Koffer packen. So, da hat er Schiss. Da hat er Schiss und du machst es mit. Also kann das irgendwie so laufen lassen und lässt sich von zwei Frauen verwöhnen. Weil er ein feiger Kerl ist und weil er den Mund nicht aufmacht seiner Frau gegenüber. Ich habe keinen Respekt vor ihm. Es ist feige, was er da macht. Und es ist wirklich Betrug. Vor allen Dingen, wenn er auch noch sagt, dass er die Frau liebt, seine Frau liebt, dann tut man dieser Frau das so nicht an. Nee, ich habe auch teilweise ein ziemlich schlechtes Gewissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was dich ehrt, dass du sogar ein schlechtes Gewissen hast. Eigentlich musste er das haben. Ich habe das schlechte Gewissen in dem Punkt, er ist der dritte Mann in meinem Leben. Und ich habe ja 3 Kinder. Meine Kinder sehen ihn als Vater. Ich würde also, wenn ich es beende, ich würde kaputt gehen. Ich weiß das. Er wahrscheinlich auch und vor allem die Kinder. Weil die Kinder, die lieben ihn abgöttisch, so wie er die Kinder auch. Das heißt, du sagst für dich, ich habe gar nicht die Kraft, ihn quasi vor die Tür zu setzen, wenn er sich nicht entscheidet. Genau. Und das weiß der. Ich sag dir, es wittert der und er nutzt das aus. Wenn der wirklich wüsste, dass du das kannst und dass du es durchziehen würdest, wäre der vielleicht auch noch anders drauf. Also ich habe versucht, Schluss zu machen. Wir sind beide in Tränen ausgebrochen. Ich habe wirklich versucht. Ich habe mir auch fest vorgenommen, habe mir immer vor Augen gehalten, was tut er mir da an? Er weiß, was ich hinter mir habe. Weil ich habe nur Gewalt gehabt. Und ja,
ja, gut. Kannst du keine Liebe, gar nicht. So, was er dir antut, finde ich schlimm. Und ich finde auch schlimm, was er seiner Frau antut. Ja. Er hat, er hat wirklich eine ganz miese Rolle in diesem Spiel. Ja. Er hatte dich ja auch ein Jahr belogen, das darfst du ja auch nicht vergessen. Nee, ich weiß, ein das halte Jahr, ich mir auch vor Augen. Ja, ein Jahr hat er sich belogen und betrogen. Ja. Lass mal Revue passieren, dir werden 1000 Beispiele einfallen, wo er dich belogen hat, wo er letztendlich dann bei seiner Frau war. Ja. Und das ist ja auch schlimm. Millionen Beispiele. Ja, und das ist doch schlimm. Das macht es. Verlierst du denn nicht ein bisschen Achtung vor diesem Typ, wenn du das alles so vor Augen führst? Ich bin, sagen wir es so, gefühlsmäßig abhängig von ihm. Mhm. Mhm. Aber wirklich nur gefühlsmäßig. Nicht materiell oder finanziell oder wie auch immer, weil ich stehe auf meinen eigenen Füßen, sondern halt gefühlsmäßig. Er hat mir gezeigt, was Liebe ist. Ja, aber auch nicht wirklich. Aber auch nicht wirklich. Weißt du, was der dir hätte zeigen müssen, was Liebe ist, wenn der gesagt hätte, ich bekenne mich zu dir und ich räume mein Leben auf und komme zu dir. Dann hätte er dir wirklich gezeigt, was Liebe ist. Ja, jetzt kommt noch dieser kleine Haken an der ganzen Sache. Er selbst ist seit 8 Jahren sterilisiert, so wie ich auch. Mhm. Und wir haben uns erkundigt, wie es läuft, eine künstliche Befruchtung vorzunehmen, weil er möchte unbedingt auch ein Kind mit mir. Ja, Tanja, das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Lass dich da bitte nicht auch noch drauf ein. Lass dich, das kann ich nicht. Nee, das verzwickt das Ganze ja noch mehr. Das ist ja völlig absurd. Weil dann würde ich ja praktisch gesehen 4 Kinder alleine großziehen müssen. Völlig absurd. Was ist denn das für ein Kerl, dass er das auch noch so ein Thema jetzt auch auf den Tisch bringt? Also ja. Ich bin ganz entsetzt und empört. Du hörst es ja auch. Ja, aber ich komme von ihm nicht los. Hm. Ich habe es versucht und es geht einfach nicht. Er hat auch 2-mal Schluss gemacht. Dann, in diesen 1,5 Jahren. Dann versuche doch wenigstens zu forcieren, dass er seiner Frau erzählt, was da läuft. Und dann hat das eine Eigendynamik, dann werden die Kräfte wirken. Ich weiß nicht, ob er das machen würde. Tja, das muss er machen. Wenn er ein bisschen Rückgrat im Kreuz hat, dann muss er das machen. Ich werde es nochmal mit ihm versuchen. Also. Ja, ich glaube, letztendlich wirst du auf Dauer in dieser Situation unglücklich sein. Natürlich. Im Moment bin ich ziemlich. Ja, das glaube ich. Ich würde auch noch mal vorschlagen, vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du noch so ein bisschen Rückhalt hättest von einer neutralen Person neben deinem jetzigen Leben. Ich möchte gerne, dass wir dich nochmal zurückrufen, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Ja? Das wäre lieb. Das wäre gut. Ich hab aber auch so vom Bekanntenkreis her, ist zum Beispiel ein Mann, der hat sich ziemlich in mich verliebt, der ist 3 Jahre jünger als ich, der mich auch so ziemlich unter Druck setzt und ich empfinde für diesen Mann nichts. Mhm. Ich glaube, ich bin durch diesen Fernfahrer, bin ich blockiert. Für andere Menschen völlig blockiert. Ja, beziehungsunfähig. Ja. So, jetzt legst du auf und wir rufen dich sofort nochmal an. Ist okay. Kann ja noch ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, wie beschäftigt hat meine Psychologin ist. Aber wir rufen zurück. Und ein Autogramm hätte ich gerne von dir. Sag's meiner Psychologin deine Anschrift. Alles klar. Okay, ich. Tschüss. Schöne Nacht noch. Ja, dir auch. Tschüss. Claudia, 39. Hallo, Claudia. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, Claudia. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe letzte Woche Donnerstag meinen Lebensgefährten, mit dem ich fast 19 Jahre ununterbrochen zusammen war, in meinem Haus, also in unserem Haus, tot aufgefunden. Mhm. Und zwar hatte ich ihn morgens um 6 Uhr noch gefragt, ob er zur Arbeit geht. Und er hat gesagt, nein, es geht ihm nicht gut. Und er legt sich noch mal einen Moment hin. Mhm. Entschuldigung, ich bin im Moment etwas erkältet. Und um 9:30 hat er wohl in der Firma angerufen, habe ich später auf dem Handy gesehen, dass er eben nicht kommt. Und um 9:00 gehe ich runter und dann lag er tot auf dem Boden. Und was war die Todesursache? Ja, also er ist dann obduziert worden, weil die Todesursache halt nicht klar war. Mhm. Und da kam dann raus, dass es ein plötzlicher Herztod war. Ein was? Ein Herztod? Herztod, ja. Und ihm vorher schon ein schlechter, irgendwer übel war, dass es ein Anzeichen war? Also er hat nur gesagt, er fühlt sich nicht wohl. Er hatte eigentlich jahrelang Asthma gehabt. Mhm. Und aber mit Herz oder sowas hat er eigentlich nie Probleme gehabt. Wie alt ist er geworden? Der war gerade 50. Ja. Und ihr wart 19 Jahre zusammen? Ja, mit einer kurzen Unterbrechung. Also ich hatte zwischenzeitlich eine andere Beziehung gehabt. Wir waren erst verheiratet, haben uns dann scheiden lassen nach den ersten 4 Jahren.
dann hatte ich eine andere Beziehung, er hatte eine andere Beziehung zu einer anderen Frau. Mhm. Und das hielt dann ungefähr so 2 Jahre bei beiden. Mhm. Und danach sind wir eigentlich wieder zusammengezogen. Mhm. Ja. Und habt euch dann auch wieder liebesmäßig gefunden? Oder war es dann eher so eine Freundschaft? Nein, es war wirklich eine platonische Bruder-Schwester-Beziehung gewesen. Ja. Wir waren füreinander immer da gewesen, wenn einer Probleme hatte oder Schwierigkeiten, haben uns immer geholfen in allen Lebenslagen. Hatten auch einen Sohn aus unserer Ehe. Mhm. Und hatten mit dem in den letzten 1,5 Jahren noch starke Probleme, weil er drogenabhängig geworden ist und ziemlich in die Kriminalität abgerutscht ist. Jetzt hast du vorige Woche deinen, kann ich das sagen, deinen wichtigsten Menschen verloren? Ja, definitiv der wichtigste, ja. Mhm. Und ich stehe jetzt hier und... Letzte Woche Donnerstag und Obduktion, war schon die Beerdigung? Nee, ne? Nee, die ist übermorgen. Mhm. Wie würdest du deinen jetzigen momentanen Zustand beschreiben? Hast du noch so das Gefühl, unter Schock zu stehen, dass du es noch gar nicht realisierst, wirklich, was geschehen ist? Ja, also irgendwie stehe ich komplett neben mir. Ich warte immer noch, dass er jeden Moment mit dem Hund zurückkommt oder was weiß ich, vom Einkaufen oder wenn das Telefon klingelt, dass er irgendwie dran ist. Mhm. Also so fassen kann ich es eigentlich wirklich nicht, weil wir in den 19 Jahren, auch obwohl wir andere Partner hatten, uns trotzdem fast jeden Tag gesehen haben. Und das ist irgendwie, ja. Ich stelle mir die Situation auch so schrecklich vor, als du ihn gefunden hast. Da warst du alleine, da war niemand bei dir. Nee, nicht ganz. Also ich habe ja noch die 2 anderen Kinder aus der anderen Beziehung. Mhm. Ein Mädchen, das ist 10 Jahre und noch ein anderes. Das war eine kleine Panne, das ist erst 1,5. Das kam so zwischendurch. Und die 10-Jährige ist eigentlich vor mir sogar schon die Treppe runter und schrie dann, Mama, Mama, der Horst liegt da und atmet nicht mehr. Mhm. Ja, und also sie ist auch komplett traumatisiert im Moment. Das glaube ich. Und du hast dann wahrscheinlich ganz schnell den Krankenwagen angerufen? Und ja, und ich habe noch versucht, eine Herz-Lungen-Massage zu machen. Mhm. Und aber es ging nicht. Dann waren die Sanitäter und Notarzt 1 Stunde da gewesen und haben versucht, den irgendwie noch wieder zu beleben. Mhm. Und dann kamen sie hoch und haben gesagt, nach 1 Stunde, es macht jetzt keinen Sinn mehr. Mhm. Hast du denn ein paar gute Freunde um dich herum? Nein, gar nichts. Niemanden? Gar nichts. Ich bin komplett alleine. Mit meiner Familie habe ich eigentlich schon vor Jahrzehnten gebrochen, sozusagen, weil ich eigentlich von zu Hause einen sexuellen Missbrauch und Misshandlung und so weiter hatte. Und habe also mit meiner Familie so gut wie nichts mehr zu tun. Schon das heißt, seit Jahren. In dieser traurigen Situation des Unglücks stehst du da ganz alleine mit deinen Kindern? Richtig. Ich stehe in einem Haus, das wir vor 2 Jahren gekauft haben zusammen. Mhm. Horst hat auch ein Testament für mich hinterlassen, aber kein Mensch findet es. Mhm. Also wir haben hier alles durchsucht, also ich und eine Bekannte. Und das heißt auch, dass das Ganze dann irgendwie unter den Hammer noch fällt. Ich weiß nicht, wohin mit mir, ich weiß nicht, wohin mit meinen Kids, ich weiß nicht, wohin mit unseren Hunden. Ich bin ziemlich am Ende. Also das ganze Leben bricht weg, die ganze Existenz. Alles, alles, ja. Alles. Mhm. Habt ihr früher mal über so einen schlimmen Fall gesprochen? Was wäre, wenn einer stirbt? Nein, eigentlich nicht. Das kam erst vor circa 1 Jahr, haben wir das dann überhaupt mit dem Testament erstmal realisiert, nachdem unser Sohn gesagt hat in seinem Drogendasein, wenn einer von euch stirbt, dann haue ich das Ding, also weil er ja in der Erbfolge drin ist, haue ich das Haus sowieso weg, euch schmeiße ich raus und die Kohle kassiere ich ein. Und da haben wir uns überlegt, wie ist das eigentlich, wir müssen uns gegenseitig absichern, dass wenn sowas passiert, dass unser Sohn das nicht wirklich machen kann. Und er hat dir nicht gesagt, wo er das Testament aufbewahrt? Nein. Und ich werde hier wahnsinnig im Moment. Weißt du denn vielleicht zufällig, ob er das bei einem Notar gemacht hat oder hat er es so für sich geschrieben? Nein, also er hat es handschriftlich geschrieben, da war ich auch noch dabei gewesen. Mhm. Wir haben einen sehr guten Freund, der ist Anwalt, den habe ich angerufen, ob er das da eventuell deponiert hat. Ich habe beim Amtsgericht nachgefragt, da gibt es ja auch die Möglichkeit, aber nichts. Das heißt, wenn das jetzt nicht gefunden wird, dann musst du aus dem Haus raus wahrscheinlich. Ich muss aus dem Haus raus, alles bekommt mein Sohn, weil wir ja offiziell geschieden sind, also ich habe keine Ansprüche mehr. Und wie gesagt, und dann weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht in dem Moment. Also denke ich irgendwie, so ein Gnadenschutz wäre für mich nicht das Schlechteste. Naja, aber du hast deine Kinder, für die du Verantwortung trägst. Ja, ich weiß. Das ist immer... Das allererste, wo man auch in der schlimmen Situation dran denken muss. Ja. Es tut mir irrsinnig leid, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Und es tut mir auch irrsinnig leid, dass die Sendung jetzt vorbei ist.
Aber ich möchte dir anbieten, dass wir dich gleich jetzt nach Ende der Sendung nochmal anrufen. Ja, gerne. Ja, so machen wir es. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, vielen Dank. Okay, tschüss, Claudia. Ja, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ja, ihr könnt euch hier schon anmelden unter domian@wdr.de. Und morgen ab 12 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Amsterdam. In den Niederlanden haben Unbekannte erneut einen Brandanschlag verübt.